Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie wieder mal zu einem Interview der Woche. Heute aus dem TGZ, aus dem Technologie- und Forschungszentrum hier in Wismar. Im Hintergrund sehen Sie die Ostsee oder die Wismarbucht, wenn man so will. Und neben mir sehen Sie Herrn Dehnecke. Jörg Dehnecke ist der Vorsitzende der Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft, der WWG. Das ist in Wismar eine Institution mit über 220 Unternehmen als Mitglied, als Mitglieder. Herr Dehnecke, wie sieht's aus? Wie ist das Feedback aus der Wirtschaft? Wie ist die Stimmung? Stimmung spielt ja immer eine große Rolle. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung für unser heutiges Gespräch hier im TGZ. Freue ich mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, ein paar Worte zu sagen, auch zur allgemeinen Situation sicherlich, die wir in der Wirtschaft hier in Wismar haben. Grundsätzlich können wir natürlich nur bestätigen, dass wir alle arg zu kämpfen haben mit den Einschränkungen, die wir zurzeit erleben. Die Regeln, die sich fast täglich ändern, wo nicht absehbar ist, wo gerade die Reise hingeht. Aus den Branchen hört man natürlich Verschiedenes. Wir haben Probleme sicherlich in der Baubranche mit Materialengpässen, mit Lieferproblemen. Auch den Einzelhandel betrifft das in weiten Teilen auch schon. 2G, 2G Plus wirkt natürlich auch in den Bereichen Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie. Ja, ich sag mal, wie eine Bremse, fast wie ein Teil-Lockdown. Das macht es nicht einfacher. Das wird für viele Gastronomen, Hoteliers sicherlich sehr schwere Zeiten in der Zukunft, in den nächsten Wochen bedeuten. Auch dem Einzelhandel wird es sicherlich dadurch nochmal ein bisschen schlechter gehen. Lassen Sie mich hier nochmal einhaken. Vor einem Jahr hat man ja darüber gesprochen, dass vor allen Dingen natürlich Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie vom Lockdown betroffen waren, von diesen harten Lockdowns Ende des Jahres, Dezember, der sich ja dann hingezogen hat, bis in den März, April, Mai hinein. Jetzt hat es aber auch Industrie, Handwerk und so weiter mit erwischt, weil es Lieferengpässe gibt. Wir wollten uns selber als Wismar TV auch einen neuen Schnittrechner bestellen. Die Auslieferung hat Monate gedauert, weil es keine Chips gab. Ähnliche Erfahrungen hat auch die Industrie gemacht. Mit Sicherheit. Wie gesagt, Materialengpässe in allen Bereichen, alles was mit Technologie zu tun hat, mit Halbleitern, mit Chips zu tun hat, hat Probleme. Wir wissen es von der Autoindustrie, aber sicherlich auch in einigen Branchen hier in Wismar und auch von Zulieferern der Autoindustrie hat man das ein oder andere schon gehört und gesehen, dass es da Probleme gab. Einzelhandel, also alles auch die mit Technik zu tun haben. Also auch, ich sag mal, ein Möbel- und Küchenfachmarkt hat Probleme. Wenn es um Technikgeräte geht, auch da fehlt es oftmals Lieferzeiten, die nicht absehbar sind. Sie kriegen Bestätigungen, die sind 3-4 Monate teilweise gar nicht genau bezifferbar. Wie kommen wir da raus aus der Situation? Was brauchen wir? Was braucht die Wirtschaft auch? Die Wirtschaft braucht klare Regeln mit Sicherheit. Wir brauchen möglichst eine hohe Impfquote, denke ich mal. Ich will das Thema nicht strapazieren, aber aus meiner Sicht ist das einzig probate Mittel, um die ganze Problematik, diese Situation aufzulösen, dass wir, ich sag mal, eine gewisse Normalität wieder erreichen können. Die Unterstützung für die Betriebe ist sicherlich wichtig. Man redet ja über Verlängerung von Kurzarbeit. Unterstützung, die wir auch in den Lockdowns erfahren haben, die sicherlich auch sehr geholfen haben. Vielleicht ist es im Augenblick sogar noch schwieriger, weil es eben diese ganz klaren, ich sag mal, Fördermittel zurzeit noch nicht gibt. Überbrückungshilfen gab es ja im letzten Lockdown auf jeden Fall. Das hat auch die meisten Betriebe sicherlich vor großen Problemen letztendlich gerettet. Jetzt im Augenblick ist ja unklar im Grunde genommen, was bekommen wir als Betriebe, wenn eben die Umsätze nur, ich sag mal, teilweise nur zurückgehen, also nicht so stark vielleicht während eines kompletten Lockdowns, aber das sind eben Umsätze, die fehlen definitiv und da frage ich mich natürlich schon, wie soll das aufgefangen werden, was überlegt man sich da in der Politik, um Betriebe eben auch, ich sag mal, mit Umsatzverlusten, die eben nicht -30% mindestens bedeuten, aber auch -20%, können im Grunde genommen schon ein großes Problem bewirken. Also klare Ansagen aus der Politik sind gefragt, gerade was Wirtschaftshilfen anbelangt. Das auf jeden Fall. Und ich denke mal, man müsste jetzt überlegen, dass man eben nicht nur diese harten Grenzen mit -30%, wie es im ersten Lockdown gewesen ist, bezüglich der Überbrückungshilfe. Jetzt müsste man auch überlegen, ob man eben auch, ich sag mal, Umsatzrückgänge über das ganze Jahr von 10-20% am Ende berücksichtigt, um dann Hilfen zur Verfügung zu stellen, weil es wird uns am Ende treffen. Am Ende bedeutet das Verlust von Arbeitsplätzen, weil nicht jeder Betrieb wird diese Phase so in dieser Form einfach überstehen. Wir freuen uns ja auch, dass wir in Wismar hier Fernsehen machen dürfen, weil wir natürlich viele Themen haben, ob das nun Historie ist, Geschichte, Weltkulturerbe, aber auch natürlich viele gut laufende Unternehmen hier in der Region. Wie sieht es da aus? Was ist für die Wirtschaft sozusagen hier am Standort das Entscheidende?
Ja, für die Wirtschaft am Standort ist es natürlich wichtig, dass die Infrastruktur sich weiterentwickelt, dass auch das Thema Smart City, was ja ein großes Thema ist, auch für die Entwicklung der Digitalisierung hier in Wismar, dass das vorangebracht wird. Da gibt es ja große Projekte auch, da gibt es auch Vorhaben, die auf den Weg gebracht worden sind, über die man sicherlich mehr erfahren möchte, auch wo eigentlich der Stand ist zurzeit. Das Breitband ist sowieso das Allerwichtigste, glaube ich, um eben im Zeitalter der Digitalisierung auch irgendwo wettbewerbsfähig zu sein, um eben auch attraktive Arbeitsplätze anbieten zu können, auch Homeoffice zu ermöglichen, all diese Dinge. Das ist, glaube ich, das A und O, auch, was uns letztendlich auch für die Zukunft am meisten weiterhilft. Wie ist es auch mit Fachkräften in der Region? Gibt es da Probleme oder sagen die meisten Unternehmen, okay, wir kommen zurecht? Ich denke mal, alle Branchen haben mit dem Problem von Fachkräftegewinnung zu kämpfen. Der Kuchen ist im Prinzip verteilt. Also es gibt ja kaum, ich sag mal, freie Mitarbeiter, die jetzt darauf warten, dass man ihnen einen Job anbietet, sondern man kann sie eigentlich nur dort vielleicht gewinnen, wo sie sich gerade von einem Arbeitsplatz verabschieden. Wir selber sind natürlich auch bemüht und wollen unseren Mitgliedern da Unterstützung anbieten, haben diesbezüglich auch gerade einen Unternehmerabend durchgeführt zum Thema Fachkräftegewinnung. Was für Möglichkeiten gibt es tatsächlich? Welche Institutionen bieten welche Hilfen an? Ob es jetzt die Wirtschaftsförderung des Landkreises ist oder die Wirtschaftsförderung Wismar, aber auch BZW zum Beispiel, hier wissen wir ansässig, was bieten die uns an im Grunde. Da ist es auch sicherlich interessant hinzuschauen und auch Kontakt aufzunehmen, um zu erfragen, wo bekomme ich potenzielle Arbeitnehmer her. Ja, das ist einerseits die Wirtschaft, sozusagen, wenn man selber potenzieller Arbeitnehmer ist, der sich umschauen will hier in der Region, wo kann man das am besten machen? Also ich denke, die einschlägigen Kanäle, die wir kennen, zum einen sicherlich für alle Betriebe wichtig und das ist auch eine Erkenntnis aus unserer Umfrage, die wir gestartet hatten, welche Kanäle nutzen die Unternehmen, um einen Mitarbeiter zu gewinnen. Ganz vorne dabei war tatsächlich die eigene Homepage, dass man sich da entsprechend natürlich auch zeigt und dass man auch darauf hinweist, was für interessante Arbeitsplätze man anbietet. Ansonsten natürlich auch über andere Online-Jobbörsen, die teilweise auch kostenlos sind. Man sollte sich sicherlich damit beschäftigen, welche Wege nimmt der, ich sag mal, potenzielle Arbeitnehmer eigentlich, also dieser Candidate Journey heißt es jetzt so schön neudeutsch, wie schaut er, wo schaut er, wenn er sich einen Arbeitsplatz in Wismar suchen will, da muss ich auch noch, auf diesem Weg muss ich irgendwo zu finden sein. Ja, Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft, wie gesagt, das sind über 220 Unternehmen. Was hat man in diesem Jahr auch an vielleicht Gutem noch geleistet? War man nochmal tätig zum Schluss des Jahres? Hat man nochmal soziale Aktivitäten auch? Wir waren natürlich auch während des Lockdowns, auch in den ersten Monaten dieses Jahres aktiv. Wie gesagt, haben versucht, unsere Mitglieder zu informieren, haben auch die eine oder andere Veranstaltung durchgeführt, soweit es möglich war. Haben uns jetzt aber auch sozial nochmal engagiert. Zuletzt waren wir bei der KASO. So, hier wissen wir, bei der Frau Auerbach haben ihren Laden dort besucht. Die KASO, das ist, ich sag mal, ein Begegnungsort für Menschen, die einfach Hilfe brauchen, die, ich sag mal, so alleine nicht mehr zurechtkommen, die einen Anlaufpunkt brauchen, ich sag mal, menschliche Unterstützung brauchen. Das macht die Frau Auerbach eigentlich hervorragend in ihrem kleinen Geschäft oder im Gebäude, in dem sie sich dort hier in Wismar befinden. Da wird ja angeboten, ich sag mal, von Kleider, die man dort günstig kaufen kann, über Essenszubereitungen, also auch Menschen, die vielleicht nicht mehr in der Lage sind, selber zu kochen mal. Also alle möglichen, eine ganz große Bandbreite. Auf jeden Fall interessant, dort mal hinzugehen und sich das anzugucken. Also auch soziales Engagement, natürlich neben dem Engagement ihrer Mitglieder auch, jedes einzelne Unternehmen ist ja auch immer in der Verantwortung, sich natürlich auch ein Stück weit sozial zu engagieren. Wir von Wismar TV haben zum Beispiel Gutscheine für Pflegekräfte zur Verfügung gestellt. Haben wir mit Hammerich zusammen gemacht, mit Hammerich gesunde Schuhe. Eine schöne Aktion haben wir uns bedankt natürlich für die Arbeit von Pflegekräften hier in Wismar in dieser schweren Corona-Zeit. Was sind Ihre Wünsche fürs neue Jahr, Herr Dehnicke? Ich glaube, ich brauche es nicht mehr sagen, natürlich, dass diese Pandemie uns irgendwann mal verlässt. Mit Sicherheit zum einen das. Natürlich wünschen wir uns, dass wir eine gewisse Normalität wieder erreichen, eine gewisse Gelassenheit wiederfinden, dass die ewigen Diskussionen aufhören, ob Impfen falsch oder richtig ist, dass man die Menschen da auch mitnimmt, dass wir am Ende vielleicht auch gemeinsam wieder an einem Strang ziehen und nicht gegeneinander womöglich versuchen, uns das Leben unnötig schwer zu machen. Also
darüber ist natürlich sowieso Gesundheit, das ist das Allerwichtigste. Ja, ganz einfach, dass wir wieder mehr Freiheiten genießen können, auch weniger Bürokratie erleben müssen, weniger 2G, 3G, 4G-Regeln, keine Ahnung. Alles das macht das Leben nicht leichter und nicht lebenswerter. Herr Dehninger, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Weiterhin eine schöne Vorweihnachtszeit und natürlich dann auch ein schönes Fest und alles, was damit verbunden ist, an guten Wünschen. Bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt Interview der Woche.